Hallo und herzlich willkommen zu The Elder Gaming Duo Enderal. Ich bin der Rale und wir sind wieder in Enderal unterwegs und ja. Ich habe jetzt kurz nachgeschaut, wo denn unser tolles Old Dothylgrad ist. Keine Ahnung. Ich muss einmal nachschauen auf der Map. Theoretisch sollte ich da hergehen müssen, zum Mirror Tower in den Northern Heartland. Und da soll es scheinbar sein. Scheinbar die Location. Aber da schauen wir mal hin. Denn theoretisch soll man dann auch noch mit wem reden wieder vor Ort. Und das sollte eigentlich alles klappen, aber unser Marker ist halt einfach kaputt. Leider. Leider. So, Mirror Keeper. So, das war jetzt noch Northern Heartland, der Tower. 25 Pennies, Gott sei Dank haben wir noch so viel gehabt. Und ja, Lautstärke technisch sollte alles passen. Unten fährt gerade wieder so ein Putzfahrzeug vorbei, was wieder elendiglich laut ist, wenn die Tür offen ist. Ich habe jedes Mal Angst, dass das auf der Aufnahme zu hören ist. Na, aber wir wollen ja jetzt die Main Quest weitermachen. Ich glaube, wenn wir an der Quest jetzt vorbeikommen. Okay. Da ist schon mal keiner. Hello. Red Keeper. Hello. Und wir müssen jetzt aber, glaube ich, nach Norden, denn ich habe die Vermutung, dass genau der Punkt da oben, fort falsche Richtung, da oben in der Mitte. Jetzt der Punkt ist, den wir haben wollen. Ups, da haben wir einen Wolf. Schauen wir mal, was du kannst. Warum hast du so viel Leben? Beziehungsweise warum habe ich so wenig? Obwohl, nein, nicht so wenig. Du machst ja so wenig Schaden. Jawohl, ich habe ihn noch gehabt. Ah, okay. 100 EP bringt das Ding. Wow. Ah ja, ich habe ja gesagt, eigentlich hätte ich gerne ein paar Pfeile gehabt, aber na, wir haben leider keine mehr gefunden. Wobei, jetzt mal die alten Pfeile einmal beseitigen. In dem Mirror Tower sollte immer ein Schlafsack sein, was ich noch weiß. Oben drin. Da können wir sicherlich einmal... Nope. Mahi. Es ist unfair. Game, why are you doing this to me? So, dann haben wir eine Cliff Watch, Old Russian Grad oder wie auch immer. Und dann haben wir eine Secure Chest, das ist schon einmal was. Da der Mirror Tower, ist da nicht irgendwo ein Schlafsack? Irgendwie musst du ja schlafen, oder nicht? Mirror Keeper. Egal. Schauen wir mal, was wir dorthin finden, denn es könnte der Excavation Point sein. Und ich glaube, ich werde gerade wirklich wieder auf Bone Ripper und Dagger of Despair hingehen. Weil mit denen mache ich einfach gerade so viel mehr Schaden. Und ich höre ja auch nichts, wenn es sich anschleicht. Ich brauche nur einen Schlafplatz. Mehr brauche ich nicht. Und ein paar. Ein paar Pilze mitnehmen. Ich bin detected worden, das ist schon mal ein guter Ding. Von wem und von wo? Und ich frage mich gerade, ob ich in das Ding da reingehen soll, das Haus da. Findet ihr darin vielleicht was zum Schlafen? Oh, Awoken Lost One. Okay, 100 EP mehr. Da ist ein Pickaxe und Bone Meal. Bone Meal ist super. Und ja,
Pickaxe kann man verschmeißen, aber ich glaube, wir haben gerade keine. Okay, ich kann nicht auf der Bank sitzen, oder? Staff of Lightning. Da haben wir noch einen Skeleton noch. Ah, Spare Parts, 10 Stück. Ja, natürlich alle. Wir brauchen alles davon. Da haben wir eine Chest mit Nopper Pennies. Blazing Spark Rank 2. Können wir vielleicht verkaufen. Oh, da haben wir noch einen. Oh, die Bogenschütze. Moment. Und wir sind einfach instant tot. Okay. Ich glaube, wir starten gerade wieder bei Mirror Tower. Und demmal mache ich nicht den Fehler, dass ich den Wolf einfach ewig lang mit Pfeil und Bogen bearbeite, sondern... Ach ja. Und wenn wir dann aber noch in Ark sein, kann ich nochmal schnell suchen nach Pfeil und... Also nach Pfeilen für meinen Bogen. Ich würde nämlich gerne die alten Pfeile... Ja, ich würde nämlich die alten Pfeile verdammt gern loswerden. Schauen wir nochmal, wo kann man das denn haben? Foreign Quarter waren wir schon. Im Marketplace habe ich noch nicht probiert. Da soll es irgendeinen Schmied geben, der was verkauft. Auf alle Fälle habe ich eine Idee, wo der Questpoint ist. Obwohl, vielleicht sollte ich ja zuerst den Part machen, dass ich jemanden... Das ist neu. Dann machen wir mal das da. Interesting, also zum Marketplace will er mich nicht hinlassen. Komm schon. Lord schneller in the roll. Lord schneller. Perfekt, der haut mir genau da wieder her. Ja, ich würde immer noch gern zum Marketplace. A power attack can stagger an enemy. Wenn es jetzt wieder abschmiert, dann wissen wir zumindest, dass der Marketplace verbuggt ist und... Na, jetzt sind wir da. Komisches Ding. Hm? Da ist zumindest gleich ein Signpost. War da bei mir hinten auch noch? Na, aber da startet ja so, dass ich eigentlich fast auf den Signpost draufschaue. Hm? Mhm. Da, Foreign Quarter, bla bla bla. Ein paar Kinder, die umlaufen. So, da ist nochmal ein Signpost. Da sind jetzt viele Signposts. Aha. Wenn man einen Stil ingert. Nein, kann ich nicht klauen. Warte, die gehen mal mit dir reden. Talk. What do you want? Nice. Just put them out for you to look at. Tell me what you need. Ah, da hat man noch ein paar Bücher. Ich hätte sogar noch 400 Ding. Ah, okay. Moment, was haben wir denn da noch? Apprentice Books. Expert Books hat er sogar. Wow. Und ein Masterbook noch dazu. Okay, na, aber mir geht's eher um sowas. Sharp Steel Arrows, 40 Stück. Die würden mal 3 Damage mehr bringen. Ja. Genau so, wie sie das gebraucht. Eigentlich wollte ich gerade die Also Sell. Machen wir das so? Information, what do you mean? Lass uns aber schauen wir weiter, vielleicht finden wir noch ein paar Ding. Greetings. Do you... Sure, take a look. Iron Arrows, 60 Stück. Nope. Ich hätte gerne nochmal Sharp Steel Arrows, wenn das gehen würde, bitte. Da haben wir an, was Futter verkauft, da haben wir an, was Stoffe verkauft, aber nicht da ist. Das schaut so aus wie ein Eingang. Aber nein, wir haben jetzt eigentlich alles, was wir haben wollten. Häkeln wollte ich jetzt gerade nicht. Okay, da kann man Gott sei Dank nicht im Brunnen reinfallen.
Da haben wir noch Coin Purse aus dem Ding rausgefischt. Perfekt. So, und jetzt haben wir gesagt, da weiter wieder zum. Wo haben wir denn? Mirror Tower. Und vom Mirror Tower hätte es noch wieder in die Northern Heartlands. So, und den natürlich speichern, nachdem ich dorthin gegangen bin. Oder mich dorthin teleportiert habe. Ich finde das Patent so ganz gut. Aber trotzdem hätte ich gern Fast Travel für Locations, wo ich schon war. Sie können mir dafür gern 25 Pennies abziehen. Yes. Aber ich hätte trotzdem gern Fast Travel wieder. Where to? So, Northern Heartland. Jetzt müssen wir zumindest noch anschauen, dass uns Pfeil und Bogen entgegenkommt. Schwertkämpfer, ein Wolf. Und dass wir aber wieder ein paar tolle Sachen kriegen, wie zum Beispiel den Staff of Lightning. Der ist sicherlich was wert. Wir haben, glaube ich, schon einen Staff of Healing und alles mögliche gehabt und ich habe es verkauft. Aber das sind alles Sachen, die sind jetzt im Lohn wichtig. Save. New Save. Passt. Und dann die Richtung. Schleich mal, greifen uns im Bone Ripper und Co. Waffen außer und dann schauen wir mal, wo ist der Wolf. Salt Root. Okay. Nehmen wir aber alles mit. Da ist der Wolf. Das ist schon wesentlich besser wie das von vorher. Dem ist der Wolf empty, wir haben keine Pfeile dabei. Oder haben wir nicht den Pfeil abgeschossen? Und jetzt weiß ich eh schon, wo dann die nächste böse Ding herkommt. Ist das eh voll? Nein. Weil dann nehme ich dem mal den Pfeil- und Bogenschützen damit. Ist der uns da außer gefolgt oder war da außer? Okay, das war sogar knapp. Und der hat natürlich ein Hunting Longbow. Aber der hat 10 Steel Arrows. Nice. Dann nehmen wir auch wieder alles. Von dem da nehmen wir auch wieder alles. Dann nehmen wir den Staff of Lightning, Lightning Spark und dann nochmal die Pennies mit. Und dann wohl die eigentlich noch dort. Wow, da hängt noch ein Skelett. Okay. So. Ich würde gerne in die Richtung gehen. Ja, das schaut nach einer Richtung aus, mit der ich arbeiten kann. Und ich soll dann ja unter Anführungszeichen nur mit Ausgrabungsarbeiten helfen. Und das mit dem Schleichen, ich finde es schade, dass man. Da hinten ist ein Fuchs. Oh, er ist schon tot. Wo bin ich jetzt schon wieder detected? Ich weiß es nicht. Aber nehmen wir einen Fuchspelz mit. Da haben wir mehrere Wölfe. Schauen wir mal, was wir auf Distanz mit denen machen können. Nicht viel, wie es scheint. Ich laufe mal weg. Und ich tue meine Waffe mal ganz weg, dann laufe ich schneller. Oh, wow, wow. Sind die wirklich so. Wow, die sind wirklich so schnell. Hm.
Nein, ich wollte dich gerade weiter verprügeln. Verdammt. Es ist echt schwer, sich in der Main Story weiter zu kämpfen. Und da gibt es ja keinen Schwierigkeitsgradregler wie in Skyrim. Sonst hätte ich den schon längst sneaky-mäßig oben getan und war einfach durch alles durchspaziert. Und jetzt hängen in einer Kiste. Okay. Da sind wir jetzt letztes Mal oben gegangen. Den Weg, wo wir da waren. Weil da sind wir nämlich zu der anderen Ausgrabungsstätte dort hingegangen. Und eigentlich will ich leider zu einer Ausgrabungsstätte dort. Die hoffentlich die richtige ist. Weil sonst habe ich nämlich keine Ahnung, wo, wie, was. So, nehmen wir da nochmal alles mit. Den Wolf haben wir halt auf die Distanz an, zweimal. Oder wir schießen das Game einfach. Das ist perfekt. Okay, der letzte Pfeil hat so gewirkt, wie wenn er ziemlich zwischen die Augen gegangen wäre. Ah, und ich sollte, wenn ich schon Pfeil und Bogen habe, sollte ich die auch ausrüsten. Weil ich hätte jetzt entweder Sharp Steel Arrows, was natürlich die stärksten waren. Oder nehmen wir einfach nur die Steel Arrows zuerst. Warte, wie viel habe ich denn von denen noch? Von denen habe ich nur 17. Old Steel Arrows habe ich 5. Ja, ich tue mir jetzt einmal mit Pfeil und Bogen durchkämpfen, so gut es geht. Und ich frage mich gerade, ob ich jetzt nach eben der nächsten Begebenheit dann gleich wieder speichern soll. Vor allem werden einfach 3 Wölfe auf meinem Weg sein. Moment, da schauen wir mal kurz. Sieht man die Leute da drinnen schon stehen? Es ist leider braun auf braun. Das ist nicht gerade so die... Okay, nope, das geht nicht gut. Da nehmen wir Rolls mit. Und da nehmen wir jetzt die MLG Dank Tactics. So. Und eigentlich müsste ich das jetzt so machen, dass ich jetzt dann wieder mich ausrascht, weitergehe. So, ich save einmal. Einfach leider, dass wir da jetzt eben nicht das nochmal machen müssen. Nur weil ich verpatzt habe das Ganze. Habe ich das jetzt permanent, ohne dass ich was dagegen tun kann? Weil dann probiere ich nämlich dort zuerst einmal auch zu der Mine dorthin zu kommen. Vielleicht ist da ja. Na, ob da unten sicher schon ein Banditen stehen. Aber vielleicht in irgendeiner Richtung ein Bett, das ich benutzen könnte. Okay, du bist eine Ziege. Hallo Ziege. Boah, das ist unangenehm. Das immer, ich muss eine Health Potion trinken, einfach leider, dass es aufhört. Das komische rote Ding, was da. Ah, Standard Health Potion, wenn es schon geklaut ist. Futtern muss er. Weil habe ich nichts dafür bezahlt. Ja, war es cool, wenn ich jetzt Wasser trinken könnte, aber na, da ist leider wieder der Cliff Tower. Aber immerhin, die Health Potion hat mir fast voll gemacht. Die geklaute. Und das war eine Standard Health Potion, das war nicht einmal eine gute. Dann sieht man, wie wenig ich Leben habe. Ich muss bei den nächsten Level-Ups wirklich mein Leben erhöhen. Und es auch so machen. So, und jetzt gehen wir da ganz gemütlich. Was hat mich da schon wieder entdeckt? Oh, da ist noch so ein Skelett.
Wow, was hat denn der für einen Kriegshammer dabei? Okay, das ist nur ein eiserner Kriegshammer. Ah na, da ist ein Bogenschütze dahinter. Oder? Nein, nicht einmal. Nicht einmal. Was hat denn der Frau Range mit dem Schwert? Der war jetzt ja voll weit weg noch. In letzter Zeit stirbe ich recht oft in dem Game. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann nehmen wir da jetzt ein bisschen einen anderen Weg. Gehen wir nämlich da rum. Die Wölfe sollten nämlich, glaube ich, schaffen. Nehmen wir die Standard Health Potion zu uns. Da haben wir einen Fuchs. Okay, passt. Der Fuchs hat das Zeitliche gesegnet. Und dann nehme ich jetzt zumindest den Hunting Bow und mache ein, zwei Schuss auf das Ganze. Und verdammt nochmal eine, damit kann man die so leicht wegprügeln. Und danach noch volles Leben haben. Meat. Da haben wir einen alten Arrowheads drin gehabt, weil wir ja drauf geschossen haben. Empty, 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 empty. Okay. Und nur zur Sicherheit. So. Und jetzt bitte lass das die richtige Ruine sein. Old Dothelgrad discovered. Yes, es war die richtige. Ich habe das Richtige gegoogelt, weil es ist nur da es ist nur so ein Ring um ein gewesen und kein Name und gar nichts. Und es ist auch kein Name dabei gestanden. Also es ist nichts namentlich dabei gestanden. Ich habe jetzt nur auf ein Bild vertraut, was beim random Google Search dahergekommen ist. Ein Apotheker-Satchel. Jetzt muss ich leider nur den Eingang zur Ruine finden. Der wahrscheinlich da irgendwo weiter oben ist. Und dann habe ich schon alles geschafft, was ich wollte. Das schaut da so sehr verschüttet aus. Okay, wir müssen den... Ja, ich muss den Eingang finden, also den wirklichen Haupteingang wahrscheinlich. Und ich merke immer wieder, wenn ich Enderall spiele, ich habe noch nicht wieder das Skyrim-Auge, wie ich das immer bezeichnet tue. Feine Steelboots. Da haben wir ein Skelett. Old Vagrant Gloves. Potion of Protection from Fire. Nice. Und eine Chest. Scroll of Ice Spike. Nice. Wir haben ein paar Poisons, die wir verkaufen können. Okay, aber es hat sich ja vom Quest her nichts geändert jetzt, oder? Vielleicht muss ich wirklich zuerst den Telanor drüber unterrichten, was jetzt passiert ist. Weil es wirkt gerade nicht so, wie wenn ich da viel tun könnte, denn die Ausgrabungsstätte führt mir genau daher. Nur, das da ist anscheinbar mit einer Schaufel zu beseitigen oder Wärtner beseitigt. Es kann sein, dass ich da eine Zwischensequenz habe, die ich jetzt noch nicht getriggert habe durch irgendwas. Aber schauen wir uns mal ein bisschen im Allgemeinen um. Wir wissen ja jetzt, dass da zwei Skelette sein sollten. Oh, nope, da ist ein Bär. Da ist ein Bär, 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 da ist ein Bär. Mit Bären haben wir gerade nicht viel zu tun und Wellen auch nicht viel zu tun haben. Ich gehe nochmal zurück nach Ark, werde nochmal in dem Sanktum drin vorbeischauen und werde meine nächste Folge wahrscheinlich dort starten. Deswegen sage ich jetzt einmal, weil die 5 Minuten hin und her laufen, das lohnt sich jetzt nicht aufzunehmen, sozusagen.
Ich weiß ja schon, was da überall ist. Ich werde da wieder einfach nur den Weg retour beschreiten. Was habe ich denn dort schon wieder aufgeweckt? Ah na, das war von der anderen Ruine ein Skelett. Und dann nehmen wir mal den Old Iron Arrow mit. Und dann sage ich jetzt, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, bis Mittwoch. Und freue mich aufs nächste Mal, mit Enk. Wenn wir wieder in Enderal unterwegs sein. Und da jetzt bei dem Gespräch mit der tollen Dame. Sage ich danke, ciao. Und das war's schon wieder.